Kolleginnen und Kollegen, der Bildungsminister hat hier einen Gesetzesantrag vorgelegt. Er ist uns vor ein paar Tagen zugegangen. Wir hatten leider bisher nicht die Gelegenheit, ihn ausführlich zu bearbeiten und zu diskutieren. Das werden wir dann natürlich im Ausschuss nachholen. Aber beim ersten Durchsehen sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die ich dann kurz darstellen möchte. Aber ich will mich nicht zu lange reden. Zuerst einmal ist hier die Rede von einer Bildungsschleife. Das wird also auch in den Redebeiträgen der Kollegen kommt das dauernd vor. Mir gefällt dieses Wort überhaupt nicht, weil es ist auch eine Schule damit gemeint. Das ist zum Beispiel das Berufsvorbereitungsjahr. Und da hört sich das ja so an, als wenn die Kinder werden dort abgeliefert, wenn die aus der Schule kommen. Und dann sitzen die dort ruhig rum und nach einem Jahr werden sie irgendwo sonst abgeliefert. Das ist nicht so. Also ich habe über Jahrzehnte zusammengearbeitet mit den Berufsschulen und da ist es wichtig, dass man das einzelne Kind im Auge hat und die Möglichkeiten dieses einzelnen Kindes. Und bei uns waren das zum Beispiel Kinder, die hatten den Hauptschulabschluss, auch mit Prädikat. Und es waren andere Kinder, die hatten den Hauptschulabschluss nicht. Und es gab die verschiedensten Wünsche und da wurde das mit der Berufsschule besprochen. Und es ist so, dass in der Regel die gesetzlichen Vorschriften, die auch den Fachleuten meist unübersichtlich erscheinen, den Betroffenen vor Ort allerdings nicht, da muss ich widersprechen, wir haben schon gewusst, was möglich ist und was gemacht werden muss, die aber oft hinderlich sind. So, ich denke, dass ein wichtiger Schritt auch mal der wäre, dass man zuerst die Überreglementierung beseitigt, sodass vor Ort mehr Spielraum ist für die Betroffenen. Und das ist ein ganz wichtiger Augenblick im Leben der Jugendlichen. Das Zweite ist die sogenannte Unübersichtlichkeit auch der Einrichtungen. Welchem Umstand ist denn das geschuldet? Das ist dem Umstand geschuldet, dass die offiziellen Einrichtungen den Bedürfnissen nicht in vollem Maße entsprechen. Deshalb sucht man Auswege dazu und diese Auswege findet man und das wird dann für den Betrachter, der das ab und zu sich mal anguckt, von außen unübersichtlich. Aber für die Beteiligten, die davon profitieren, ist es durchaus auch übersichtlich. Es gibt ja da auch Beratungen. Also ich denke, dass wir schauen uns das noch ein bisschen genauer an und werden dann bei der zweiten Lesung hoffentlich genau informiert sein. Wir sind auch vorher nicht angehört worden, unsere Fraktion, dass wir dann genauer wissen, was der Minister wirklich will. Wozu ich noch was sagen möchte, ist, also diese, jetzt brauche ich auch mal ein Fremdwort, diese Manie oder diese Krankheit, für alle Dinge einen englischen Ausdruck zu suchen, in dem Glauben, dass das dann besser ankommt, vielleicht kommt es ja auch besser an. Die Bahn macht Reklame mit englischen Werbeslogans und so weiter, Werbesprüchen. So, aber dass das vom Kultusminister kommt, das sollte nicht sein. Der Kultusminister oder Bildungsminister sollte für unsere Kultur stehen und er hat Be Cool at School, Gott sei Dank habe ich ja Anglistik auch studiert, ich verstehe es wenigstens, viele verstehen es vielleicht auch noch nicht einmal, wir sollten es unterlassen und sollten Deutsch reden. Dankeschön. Wir werden uns enthalten.